Ich gehe erstmal hier lang. Immer erst den anderen Weg gehen. Hier geht's auch nicht lang. Und da ist wieder Wasser am Plätschern. Naja, wie dem auch sei. So, wie sieht's aus? Wo ist denn der Riss, Freunde? Kriegen wir noch Kundschaft? Ist hier noch irgendwas? Was ist denn hier? War klar. Tötet die Unterdrücker! Na komm, wo ist er denn? Einmal. Zweimal. Ich stehe doch hier. Ja, ich kann sterben. Im Gegensatz zu dir kann ich aber auch laden. Das wäre doch vollkommen egal, ob ich sterbe oder nicht. Dann mache ich die Passage halt neu. Aber du stirbst zweimal. So. Oh, hier liegt ein Lockpick. Was, wo? What the fuck? Ein Scharfschütze im Haus? Willst du mich verarschen? Danke. Schön. Jetzt der Scharfschütze weg. Das war's. Wer schleppt denn bitte eine ganze Ananas bei sich in der Hosentasche rum? Ich frage es gar nicht. Ich will es gar nicht wissen. Und schon wieder so viel Geld. Mal überlegen, ne, wenn die Spieleentwickler sowas entwickeln, ne, so diese ganzen Räume auch zu erstellen und tralala für Leute dann, die einfach nur so, sag ich mal, durchlaufen oder so, sich das gar nicht angucken. Das ist schon der Hammer, ne, was so Leute so auf die Beine stellen. Oh, Geld! YouTube Money. So. Achso, ich kann es ja ansprechen. Ich hatte im Übrigen auch schon mitbekommen, oh, dass wohl angeblich wohl irgendwie rechtliche Schritte wohl gegen einige YouTuber wohl losgehen. Einerseits muss ich ein bisschen drüber lachen, weil es ist so lächerlich eigentlich, das Schreiben oder was man da so gehört hat. Andererseits soll man das richten, das Ding. Soll man das natürlich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber ich denke mal, dass da schnell und bald eine Lösung gefunden wird. Ich will mich da auch gar nicht groß ins Thema jetzt irgendwie etablieren oder einarbeiten. Ich finde es so schade für die Leute, die wirklich mit YouTube auch ihren Lebensunterhalt verdienen, ihre Brötchen quasi. Und fände das schade, wenn dann von jetzt auf gleich die Leute, die es vielleicht nicht schaffen, dann denen das einfach dann genommen wird quasi. Fände ich ein bisschen schade. Das Fallen lassen einer Waffe erzeugt ein paar Sekunden lang. Lockpicks, davon kann man nicht genug haben. Oh, Tatsache. Hallo? Das fände ich echt ein bisschen schade, weil das ist echt, da hängen Existenzen dran und so, und das muss nicht sein. Ich finde es echt schade, wenn dann. Ich mach den Riss sofort auf. Ich will mich nur mal eben ein bisschen umgucken, wenn ich darf. Ist das ein Museum hier gewesen? Das sieht aus wie so ein kleines Museum hier. Aber das war ja eine Bank, ne? Hier ist der riesen Fink-Tresor. Vor allen Dingen, ich sag mal, er hat sich ja 50% von den Steuern, also die Hälfte, eingesteckt in die Tasche. Was wollte er damit? Er hat eine eigene Stadt erschaffen. Hat ihm das nicht gereicht? Aber man sagt ja so schön, wo Macht ist, will immer noch mehr jemand Macht haben. Aber so, wenn du mal überlegst, du hast hier eine Stadt, ne, erschaffen, errichtet alles, tralala. Was willst du denn mit so viel Geld? Du kannst es eh nicht ausgeben, weil vor allem, was willst du hier kaufen? Noch ein Haus? Autos gibt's nicht?
Flugzeug ist auch Quatsch, weil du schwebst ja sowieso mit dem Haus. Ja, Essen hast du unendlich. Kannst du dir kaufen bis zum Nimmerleinstag. Medikamente auch, wow. So, aber das war's dann auch. Ich glaube nicht, dass, sag ich mal, ein Lieferant vielleicht eine Sony Playstation hinliefert oder dass vielleicht ein DHL-Bote dir hier eine Playstation hinbringt, wenn du die irgendwie bestellst. Dass der zum Beispiel mit so einem fliegenden DHL... Oh, das stelle ich mir lustig vor. Mit so einem fliegenden DHL-Auto bei dir so an der Tür vorbei fliegt, so düt-düt, ihr Paket ist da. Und dann so mit so einer Drohne so durchs Fenster reinfliegt, das Paket. Obwohl, apropos Drohne, man ist ja so gar nicht so weit entfernt, ne? Ja. Man ist ja gar nicht so weit entfernt von Drohne, ne? Man ist ja gar nicht so weit entfernt von Pakete mit Drohne und so. Amazon hatte, glaube ich, schon so ein paar Probedinger gemacht, ne? Irgendwie sowas. Kann ich mal sagen lassen. Wenn ich diese Sabotage begehe, alle ihre Patente. Mr. Fink. Aber warum will der Prophet, dass die zwei... Aus dem gleichen Grund, wieso Lady Comstock starb. Das Kind. Und warum soll ausgerechnet ich es tun? Nur sie können es wie einen Unfall aussehen lassen. Ich glaube, das ist nicht die wahre Lady Comstock. Ich glaube, sie ist ein Gemisch aus ihrem Wesen und... und meinen Gefühlen ihr gegenüber. Was meinst du? Ich bin so wütend. Auf sie und meinen Vater. Ich denke, sie ist sie, aber zum Teil auch ich. Ich kapiere das selbst gar nicht so richtig. Okay. Ich auch nicht. Ich verstehe es mir auch noch nicht so ganz. Da sind wir schon zu zweit. Ich höre mir mal dieses Vokalfon an. Engel sagt mir, Columbia überlebt nur so lange, wie jemand von meinem Blut auf dem Thron sitzt. Aber Lady Comstock wird nicht schwanger. Ich habe getan, was ein Mann tun kann. Aber es kommt kein Kind. Ich habe Lutesse der Sache befragt. Aber selbst sie verweigert mir ihre Hilfe. Oh nein. Ernsthaft? Ich dachte, sie ist tot! Ich dachte, sie ist tot! Mann! Ich dachte, sie ist tot! Ich dachte, sie ist tot! What the fuck? Alter, ernsthaft? Ich hab hier Salze. Danke, gib mal her! Danke, das ist nett. Hier drüben ist auch noch eine Salz, irgendwie eine Salzpfanne, wollte ich gerade sagen. Aber sie war doch... Nur noch zweimal gegen die kämpfen, Alter. Boah. Ah. Du kleine Biatch. Ah. Mann. Entschuldigung, Elisabeth ist deine Mutter. Aber egal, das muss nicht sein. Kannst du ihr mal bitte sagen, sie soll damit aufhören? Was ist das denn hier? Warum glüht das so komisch? Und noch mehr Silber. Hier, gut aufheben. Danke, gerade noch von gesprochen. So. Ja, wir müssen hier erstmal wieder weg. Und dann den letzten Riss. Der letzte Riss war ja mit dem Lockpick, wo wir schon aufgemacht hatten. Das heißt, das ist ja gar nicht so weit weg, ne? Das müsste ja eigentlich direkt um Ecke sein. So, Da müssen wir wieder gegen sie kämpfen dann gleich. Oder auch nicht. Hallo? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Werden wir ja sehen. Ja, sie ist wahrscheinlich wieder hier, oder? Nee, noch nicht. Hey, aber die Tür ist gespeichert worden. Die bleibt offen, das ist schon mal sehr schön. Schrotflinten, die wir nicht brauchen. Eieiei. The Founders will bleed. Ich weiß, dass wir da lang müssen. Ich geh mal eben hier gucken. Silver Eagles. Quality. Hier leuchtet was. Ein Lockpick. Wir haben 20 Stück. Meine Güte, was wir jetzt alles...
Was für alles hier, 23. Alter, wir können hier Schlösser knacken. Kannst du dir das mal ansehen? Bin dabei. Das ist ja der helle Wahnsinn. Fertig, ist das das Codebuch? Sieht so aus. Wir sollten zurück zur Bank. Ja. Wir haben das Codebuch gefunden für die Bank, aber ich glaube, nein. Ja, nee. Ich bin gerade so heiß hinter diesem Riss, den letzten zu finden. Danke. Will mal was ausprobieren? Alter, geht mir der auf den Sender mit seiner scheiß Dings hier. Okay, das hat nicht so toll funktioniert, wie ich mir das dachte. Die Salze sind voll. Der letzte Riss müsste hier wahrscheinlich irgendwo sein, auf Market District. Aber was ist denn das hier dann für eine Gegend hier? Ist das nur da, wo die Reichen dann leben und so alles, oder wie? Hier habe ich gerade was gesehen. Ah, guck mal an. Verschlossen. Sieht einfach aus. Ah, ja. Bitte. Da holen wir jetzt Salz. Hatten wir ja gesagt gehabt beim letzten Mal, wenn wir eine Flasche finden. Das war... das war Salze. Na. Das war Salze holen. Also, unser Salzvorrat verbessern. So, sehr schön. Das ist, was wir jetzt brauchen. Vielleicht finden wir in der Bank ja mit diesem Code vielleicht ja auch nochmal so ein Fläschchen. Ich bin mir aber noch nicht so ganz sicher, ob wir da hinrennen. Oder ob wir da hingehen. Im Übrigen bin ich jetzt momentan bei Horizon Zero Dawn gerade mal an die Hälfte angeritzt, wenn ich gerade mal so ein bisschen erzählen kann. Was, da lang muss ich? Okay. Ich gehe mal eben hier gucken. Mehr Geld. Bitte sehr. Ich hoffe, das ruft mal einer auf der Straße zu mir und schmeißt mir einfach mal so ein paar Euros in die Tasche. Bei Horizon Zero Dawn habe ich jetzt gerade mal so ungefähr die Hälfte und habe jetzt schon, nur so zur Info, über 30 Spielstunden. Ich glaube schon fast 40. Fast 40 Spielstunden und bin jetzt bei, ich glaube, 48%. So. Deswegen habe ich eigentlich auch gesagt, dass ich davon kein Let's Play mache. Und erstens macht davon mittlerweile von den ganzen AAA-Titeln. Habe ich gerade Titten gesagt? Habe ich gerade ernsthaft Titten in einem Let's Play gesagt? Oh mein Gott. Verflucht mich. Das stimmt ganz und gar nicht mit dir. Das verwirrte mich gerade. Was wollte ich sagen? Das wäre für mich erstens auch gar nicht schaffbar. Weil es einfach ein Spiel ist, was viel zu groß ist. Also ich habe, weil ich einfach gar nicht dafür die Zeit hätte, weil bei mir war das Problem, bei mir würde das, boah, weiß nicht, vielleicht sogar ein halbes Jahr dauern, bis ich das Spiel dann im... Warte mal, nicht Lockpick, ne? Warte, ich will den Lockpick haben, hallo. Was wollen Sie mit dem Ding hier haben? Einen Marienkäfer? Bei mir wird das wahrscheinlich ein paar, ja, Monate nicht, ja, aber ein paar Monate vielleicht schon. Aber das wird schon, das würde schon etwas dauern, bis wir damit durch wären, denn, ja. Denn, das ist einfach, dass das Spiel alleine ist so riesig, hat so viele Nebenquests und alles, und, Das würde ich gar nicht. Das würde ich doch gar nicht. Das würde ich gar nicht bewerkstelligen können. Das würde ich gar nicht schaffen. So, erstmal so eine Banane hier. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt weiter. Ja. So, wir müssen wahrscheinlich da lang, ne? Ja, habe ich mir schon irgendwie gedacht. Ich schaue mich mal um nochmal. Weil alleine Horizon Zero Dawn, das ist. Von der Masse, wie gesagt, von dem, was alles drinsteckt und so, wäre für mich gar nicht... Oh.
wäre für mich gar nicht machbar. Oder beziehungsweise wäre machbar, würde aber dauern. Und deswegen. Ich hoffe, seid ihr damit böse drum, aber ich werde es nochmal in der Let's Play Live wahrscheinlich auch nochmal zeigen irgendwann mal. Das ist doch nicht wahr. Wieso trifft er mich hier hinter? Das gibt's doch nicht. Erledigt. Und ja, wie dem auch sei. Wie gesagt, ich hoffe, ihr seid immer nicht böse drum. So. Ach, guck mal hier. Was haben wir denn hier schönes? Neue Stiefel, Tunnelblick. Ziele erhöhen Schaden um 25%. Feuer aus der Hüfte reduziert Schaden um 25%. Bums? Okay. Nee, ich glaube nicht, Obwohl ich ja immer sehr viel ziele, aber ein bisschen Lebensenergie können wir gut brauchen. So, ich schaue nochmal hier kurz in den Laden. So. Ich sehe. Was? Ein Lockpick? Wo? Wo siehst du ein Lockpick? Hallo? Wo ist ein Lockpick? Wo sieht sie ihn? Wo ist ein Lockpick? Wo? Wollt ihr denn gerade da im Laden den Lockpick gesehen? Ich habe das gar nicht. Ich habe das gar nicht irgendwie. Gar nicht geschnallt. Achso, okay. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall. Gehen wir mal weiter. Da ist ein Riss, glaube ich. Kann das sein? Oder ist es ein anderer Riss? Kann ich da einfach rüberspringen? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Das ist doch bestimmt der Riss, oder? Oh, warte mal. Eine Banane, okay. Jetzt zeigt er wieder da lang. Das muss der Riss sein. Hä, jetzt zeigt er mir wieder eine. Hä? Okay. Ich gehe nochmal. Moment, ich gehe nochmal eben nach da. So. Ich spring mal hin. Schaffe ich das? Oh ja. Was? Hey girls, don't wanna have fun. Girls, I don't wanna have fun. LOL. War das jetzt ein Easter Egg? LOL. War das ein Easter Egg? Lieber Bruder, diese Löcher in der Luft zahlen sich weiter aus. Ich weiß nicht, von welchem Musiker du dir die Noten borgst. Aber wenn er nur halb so genial ist wie der Biologe, den ich jetzt beobachte, tja, dann wirst du der Mozart von Columbia.
So. Ja, dann ist der letzte Riss wohl wahrscheinlich doch hier, Market District, also wahrscheinlich hier in die Richtung. Gucken wir mal, da müsste er ja eigentlich... Das ist dann hier. Ah ja, wo die hier vorstanden, ne? Genau, hier haben wir noch gar nicht geguckt gehabt. Knacken wir. Erstmal nochmal eine Birne und einen Hotdog und dann gucken wir mal, was uns hinter der Tür erwartet. Ich bin sehr gespannt. Ich wechsle noch auf den Karabiner. Aha. So, das wirkt schon wieder sehr einladend, sehr ruhig hier. Hm. Na, Halleluja. Sieht ja toll aus. What the fuck ist das? Der letzte Riss. Das ist meine Mutter. Ich versichere Ihnen, Madame, ich habe keinerlei sexuelles Interesse an Ihrem lieben Profil. Und Madame Lotes? Zudem ist der Mann einigermaßen stabil. Das ist eine Lüge. Komm und hol dir deine Bastard! Ich will, dass sie verschwindet! Steril. Die sind nicht meine Eltern. Was? Was warst du dann für sie? Ein Kind, das sie einsperren wollten. Ich verstehe nicht, wie es... Warum schicken uns die Zwillinge auf die Suche nach drei Wahrheiten? Waren die Risse verbunden durch ein Quantenfeld? Oder waren sie... Elizabeth. Sie wollten, dass du sie verstehst. Wer? Du meinst meine... Tja. Okay. Huch, da vielleicht ein paar Zornfehler. Was wollte ich gesagt haben? Ja, das, wir müssen jetzt zum Comstock-Haus zurück und werden dann wahrscheinlich auf Comstock treffen. Was uns aber da erwartet und wie wir da hinkommen und wie es da spannend weitergeht, würde ich sagen, sehen wir in einer weiteren Folge Bioshock Infinite und würde sagen, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.